Jetzt fahre ich gerade auf der Zwinnenstraße. Wir sind jetzt mittlerweile sogar schon in Lebenstedt oder Anfang Lebenstedt, könnte man jetzt sagen. Zwinnenstraße. Ja, ist schon die Straße, die nach McDonald's führt, könnte man sagen. Und ja, auf diesem Weg begeben wir uns gerade. Zumindest Richtung McDonald's. Aber nicht nach McDonald's. So wollte ich das sagen. Na, was ist denn hier los? Okay, jetzt geht's wieder voran. Falls ihr es gerade merkt, ich fahre noch mal in die gleiche Richtung, wo ich schon mal vor kurzem hingefahren bin. Ja, aber es bleibt eben nicht aus, dass man auf manche Stellen zweimal anfahren muss. Ja, trotz allem, ich meide ja gerne Städte oder auch selbst wenn es hier wie eine Kleinstadt im Grunde nur ist, in Städten fahre ich eigentlich recht ungern. Ich bin mehr so der Land- und Wiesentyp, würde ich mal sagen. Ja, so, wie sieht es neben mir aus? Alles gut, weil ich muss jetzt hier links rein. Oh nee, jetzt habe ich wieder das altertümliche Fahrzeug vor mir. Zumindest diese altertümlichen Leute, die da drin sitzen. Okay, da komme ich irgendwann auch noch hin. Ne? Immer mal abwarten und lieber nichts sagen. Heute ist es wieder recht windig, mein lieber Mann. Aber eben auch angenehm. Erwartet schon wieder eine rote Ampel. Deswegen bin ich nicht gern in der Stadt. Hier wird man ewig nur ausgebremst. Ja. Okay, weiter geht's. Oder auch nicht. Jetzt suche ich hier noch mal einen Kiosk auf, weil hier ist irgendwo noch ein Kiosk, da ich die eine oder andere Zigarette ja noch brauche. Und meistens hole ich mir dann so eine Schachtel, hauptsächlich wenn ich wegfahre oder wenn ich in der Garage bin. Da ist der Kiosk. Ich habe ihn. Oh. Grün bestückt, könnte man sagen. Schauen wir mal. Okay, Zigaretten sind an Bord. Was haltet ihr von kleinen Abstecher? Ich würde gerne mit euch einen kleinen Abstecher machen. Ah, der eine oder andere kann sich das wahrscheinlich schon wieder denken, in welche Richtung dieser Abstecher geraten wird. We'll be right back.
kommt schon wieder. Mein lieber Mann, wo fährt Peter schon wieder hin? Ist denn der Roller nicht schon genug eingestaubt? Meine Aussage, nein, da geht noch was. Ja, ich möchte mich wenigstens noch mal einen Augenblick ganz genüsslich mit euch hinstellen, bevor ich jetzt natürlich wieder nach Hause fahre. Und ich denke mal, da finde ich doch immer die besten Plätze, oder? Ich habe euch jetzt so ein bisschen in den Windschatten gestellt, könnte man sagen. Gut, ich öffne jetzt mal hier meine Auswärtszigaretten. Wie gesagt, ich hole nur Zigaretten meistens, wenn ich irgendwo hinfahre oder in der Garage bin. Ansonsten hole ich mir keine Zigaretten. Keine fertigen. Aber der Wind ist ganz schön heftig gerade, mein lieber Mann. Naja, was soll's. Na, wäre das nicht wieder ein Wetter, wo man eine Drohne verlieren kann? Nein, garantiert nicht. Aber ich fliege auch in letzter Zeit wirklich gerne mit der Drohne, weil es macht wirklich Spaß, da ich jetzt schon eine recht vernünftige Drohne habe. Dank Sven, ne? Sven Braunschweig. Doch, da hat er mir was Gutes getan. Danke dafür nochmal. Im letzten Video, wo ich mit der Drohne geflogen war, habe ich ja länger auf eine Stelle gezielt, ne, oben in den Lüften sozusagen. Da sollte man eigentlich ein Flugzeug vorbeifliegen sehen. So einen kleinen Flieger, ne, also für 2, 3, 4 Personen. Einen einmotorigen. Der ist nämlich lang geflogen und ich habe die Drohne steigen lassen und habe deshalb länger ein Bild sozusagen in die Luft gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Ich selbst habe noch gar nicht drauf geachtet. Morgen ist ja noch eine Ausfahrt. Da muss ich auf jeden Fall auch los. Und da könnt ihr ruhig mal reinschreiben, wenn ihr möchtet, ob ihr mitkommen möchtet oder ob euch das zu viel wird mit dieser ganzen Fahrerei. Ja, so langsam bekommt man ja alles so mit und da ist mehr Garage immer angesagt für manche Leute als auswärts, könnte man glatt sagen. Eben kam diese Nachricht rein. Dann ertönt immer so ein Trompetenruf oder ja, Trompetenruf, ja, könnte man glatt sagen. Hier, ne, das ist speziell jetzt für Salzgitter, gelb ist angezeigt, wäre es rot, wäre es schlimm, aber hier steht gewittermäßig, 50%. Wahrscheinlichkeit zwischen 15.38 Uhr und 16.30 Uhr. Das heißt, man gut, dass ich jetzt auf Richtung Heimat bin. Ja, ich habe jetzt mal das Visier runtergemacht und man sieht aber auch, da hinten wird es schon dunkler. Aber die Wolken ziehen recht schnell. Ich drehe mich mal jetzt in die Richtung, wo ich jetzt hinfahren muss. Da sieht es noch so aus. Oh, die Sonne, die haut aber noch ganz schön rein. Ja, und in die Richtung begebe ich mich jetzt und nehme euch ja nochmal 2, 3 Meter mit ein bisschen Musik mit, würde ich mal sagen. Aber was ich sagen würde, ich werde mich auch schon mal von euch verabschieden. Genießt noch die restliche Rückfahrt. Und wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, schön, dass der Kanal wirklich nach und nach wächst. Danke, dass ihr alle da seid. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall immer wieder und immer wieder. Von daher sage ich,
erstmal tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Es geht natürlich auch in der Garage jetzt weiter. Aber immer Stück für Stück. Ne? Man hat ja nur zwei Arme und einen Kopf. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.